Wir kommen zurück bei Far Cry. Wir laufen jetzt auf dem Weg die Kisten zu der Hauptquest. Laufen wir jetzt einmal runter. Die Kisten sammeln wir dann jeweils ein. Also wir laufen zu der Hauptquest hin und sammeln dann die Kisten ein. Frage ist, kommen wir jetzt da rein? Das ist eine fette Mauer. Warum ist sie in dem... Ja. Da war bestimmt außenrum. Ich will nur die Kiste. Lass mich einfach in Ruhe, dann erschieße ich auch keinen. Einfach dran vorbei, weißt du? Er schießt jemanden neben ihn und er fährt einfach gemütlich dran vorbei. Ja. So, die nächste Kiste ist dann da. Da. Ist dann noch eine. Lol, ich hätte auch einfach hier rumrennen können. Auch gut. Die nächste ist da oben drauf. Frage ist, wie kommen wir da drauf? Ich bin doch von hier gerade runtergesprungen. Oder nicht? Aber. Ich bin doch von hier gerade runter. Ich wollte ja auch nicht. Hirschfleisch. Da ist noch eine Kiste. Dann ist da noch eine Kiste. 300 Meter. Kann ich mich da irgendwie... Ich kann nicht abspringen. Warum kann ich nicht abspringen? Wahrscheinlich, weil ich zu lange besucht werde oder was. Wahrscheinlich sowas in der Art... denn noch viel Quest, sag mal. Fili, machen... Ja, genau. Machen wir erst Fili und dann Espada. Espada, Espada. Ich weiß zwar nicht, wofür man das ganze Fleisch und so braucht, aber... Wie geht es dir? Gut. Müde. Ausgelaufen. Arbeit ist stressig. Jetzt noch mehr? La 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 la. Hier gibt's kein scheiß Eingang. Also geh ich mal hier hoch. Guck mal alles von oben. Guck mal, da ist einer. Den erschieße ich direkt. Den erschieße ich direkt. Der ist der ganze Drachen. Und. La 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 mucho.
durchgeschossen. Nummer 1. 2. Ich habe meine Katze angezündet. Oh, komm mal. Da ist ein Ausrufezeichen. Das nehmen wir mal mit. Erasing. Hab dich gefunden. Ich dich auch. So, ich treffe schneller als du. In der weibliche Lucky Luke. Und so. Gut, dass da keiner drin war. Hey, 12 Fahrzeugschrott. Wofür auch immer. Da ist noch eine Kiste. Da ist noch eine Kiste. Tralalala. Da läuft wieder meine Ausrufezeichen. Hallo. Ah, nein. Wird abgedrängt ins Wasser. Das war ein Zeichen, glaube ich, duschen runter. Hey, ich habe wasserdichte Schuhe gefunden. Da ist die nächste. Jetzt kann ich springen. Dann gehen wir da lang und dann laufen wir da unten lang. Springen wir da runter und laufen wir so runter. Old Floyd! Moin, wie war dein Tag? Willkommen zurück im Stream. Was ist die Kiste? Da war die Kiste. Hier stinkt's gewaltig nach Deo. Als ob mein Freund die ganze Deo-Flasche durch die Wohnung gesprüht hätte. Ich will nur die Kiste. Alles mal auf Feier. Will die Kiste haben. Au! Was? Nix! Hey, zeig dich! Nee, nee. Nix da. Rumgeschrien wird hier nicht. Ist leise gestorben, ja? Steil. Wie heißt das? Wie heißt der Film? Stirb leise? Ist die Poolparty, die wir in diesem Stranger Things Teil hatten. Hier sind wir langgelaufen in dem Stranger Things Teil. Da hinten ist auch irgendwo die Höhle gewesen. Mit Cherst. Oh, da ist noch eine Kiste. Aber noch eine Kiste. Mit Cherst. Es war in dem anderen Stranger Things Teil auch eine Karte gab. Ich habe gar nicht richtig geguckt. Meine aber. Ja, wie war mein Tag? Ist eine gute Frage. Mein Tag war eigentlich ganz normal. Ich muss da ganz hoch. Okay. Unten ist. Meiner war ganz normal. Also war okay. Ich konnte an meiner Geschichte weiterschreiben. Also ich habe quasi fast meinen ganzen College-Blog mittlerweile voll geschrieben mit einer Geschichte. Kam bis jetzt aber noch irgendwie noch nicht dazu, die aufzuschreiben. Aufzunehmen. Für den anderen Kanal. Aua. Sonst geht's mir eigentlich ganz gut. Ich freue mich auf Hogwarts Legacy, deswegen gucken wir uns nächste Woche nochmal Hogwarts Legacy an. Sachen, die halt rauskamen. Habe ich was verpasst? Wo ist denn diese Kiste? Ich stehe. Ach, da unten. Wie heißt das? Augen auf im Spielverkehr? Hey! Ich habe da eine Kiste ver. Nein, habe ich nicht. Ich habe die ja mit Absicht nicht eingesammelt. Springen. Deswegen, ich freue mich einfach auf Hogwarts Legacy. Freue mich schon drauf.
Ich habe auch gemerkt, ich hänge mit Harry Potter ein bisschen hinterher. Morgen kommt ja Harry Potter. Oder morgen spielen wir ja Harry Potter. Da müssen wir leider nochmal die Folgen nochmal machen. Aber ich habe ja am Samstag und am Sonntag habe ich frei. Sturzflug! Was sonst? Aber ich freue mich, wenn ihr immer wieder im Stream zurückkehrt. Dann weiß ich, dass ich doch nicht so langweilig bin und so Leute sich bei mir wohlfühlen im Stream. Könnt mich gerne korrigieren. Okay. Die Kiste ist oben auf dem Dach. Ich komme nicht auf dem Dach. Das ist doch scheiße. Obwohl, wartet mal. Okay, ich muss da angeflogen kommen, sonst komme ich da nicht drauf. Also, es gab schon so eine Quest oder so eine Kiste gab es schon mal in Far Cry 5. Da kommst du auch nur rein in dem Ding. Da kamst du da auch nur rein, wenn du reingeflogen bist. Wo ist denn jetzt die Kiste? Was ist die denn jetzt? Nee, da muss ich hin. Da musstest du auch auf das Dach drauf. War ich gerade da? Nee, die war da. Oh Gott, das war knapp. Hey, wir haben's. Wir kommen unserer Quest immer näher und mehr Kisten haben wir dann auch. Das freut mich. Das freut mich auch. Sag mal, mein Mikro ist schon an, oder? Chat? Eingeschaltet ist es. Ich habe einen Aufschlag. Okay. Bin gerade ein bisschen irritiert. Da ist eine Kiste, die nehme ich direkt mit. Da läuft doch einer von den Pisser rum, das glaube ich dir. Ich finde das cool. Du hast sie bei Joseph Seed, hast du die nicht gehört. Also da hast du nicht gehört oder gesehen, dass da einer von den rumrennt. Aber von den wahren Japaner-Typen da, die hörst du 5 Kilometer Entfernung, weil die einfach nur, weil die einen Funk haben. Da hörst du die schon vom Funk aus. Sind die schon im Funk raus? Okay, da vorne ist noch eine Kiste. Aber da vorne ist eine verschlossene Kiste. Belohnung! Ab. Warum auch immer hier Belohnung? Ha! Auto! Augen auf im Straßenverkehr. Hinten am Hinterkopf. Warum habe ich eine Beule hinten am Hinterkopf? Ah, hier war ich schon. Hier ist die Klingelingeling. Klingelingeling. Kiste. Aber ich habe die da vorne noch nicht eingeladen. Okay. Machen wir was anders. Ich bin
bin aber 5 Meter vor, ich fliege da jetzt nicht, bin zu faul dafür. Ich fliege da jetzt hin, da vorne ist er. Acht neue Libertad-Kisten und 25 neue FND-Kisten, Depots, FND-Depots aufgedeckt. Toll. Ich komme mit der Kistensammlerei hier gar nicht hinterher. Da komme ich gar nicht hinterher. Lootsflug! Was ist das für eine Kiste? Da ist auch eine Kiste. Was ist das? Chickenhuhn. Cool. Kann ich da hoch? Parkway, kannst du da hochklettern und dir einen richtig geilen Überblick verschaffen. Aber ich glaube... Wenn man durch die Lügen von Libertad vergiftet wurde. Als euer Präsident schwor ich Yara zu schützen. Und so muss ich auch Yaras demokratische Institution warte mal. Oh, hier ist das, wo... Oh, hier ist, wo die Monteros getötet wurde. Der Papa der Monteros. Da vorne ist nämlich irgendwo die Kirche. Da ist die Kirche gewesen. Stand gerade irgendwie im Wind. War das Geräusch jetzt von der Katze oder war das Geräusch jetzt von dem Vogel? Baseballfeld. Oh, hier sind wir. Strike Nummer 3. Du bist tot. Oh mein Gott. Als nächstes ist Paria 3401 dran. Ganz frisch vom Feld mit gepfefferten Schlägen. Was sie morgen tun können, können sie auch heute tun. Kann ich da? 32-0 für die mutigsten Soldados von Yara. Mal sehen, ob diese Paria das Blatt wenden kann. Was war das? Ein Scharfschütze hält wach. Das ist nicht richtig. Für die Parias, nicht für Baseball. Muchas gracias. Ich dachte, ich müsste mit den anderen Parias. Nee. Das ist doch kein... Wo kann ich das jetzt... Scheiße! Ich kann es nicht erschießen. Mann! Ich sehe irgendwo einen... Warte mal. Mann, in der... Okay, hier ist irgendwo ein Eingang. Clara Garcia trägt keine Liebe im Herzen. Die Rieros sind Hasser gewesen. Eine Liebe, denn ihr Hass macht sie blind. Und ihre Blindheit verwehrt es ihnen jedes Charakter. Meine wahren Yara. Wir müssen gegen die Libertad zusammenstehen. Unsere Vision von Yara war nie klarer als jetzt. Oh mein Gott. Ich hinterfrag die Filimagie lieber nicht. Ich wollte gerade sagen, das würde ich jetzt auch nicht tun. Das würde ich jetzt auch nicht in B-Nice-Foto ansehen.
Okay. Ich darf jetzt ein Flugzeug klauen. Da unten soll ich hin. Habe ich auf dem Weg irgendwie noch Kissen, die ich einsammeln muss? Ja, da. Ich habe da unten jede Menge Kisten, die ich noch einsammeln muss. Heute ist eine Kistenfolge. Eine richtig filigrane Kistenfolge. Ha, Pili. Habt ihr den Wort jetzt verstanden? Nein. Filigran von Pili. Heute wieder so schlecht. Oh. Ja gut. Fallschirm, ich kann schlecht aufs Handy gucken, wenn der Fallschirm da ist. So, jetzt kommen wir. Der Tod kommt von oben geflogen. Der Tod kommt von oben. Ich wollte nur anvisieren. Es funktioniert. Was immer ich getan habe, es ist mir leid. Hi. Bitte. Jetzt kannst du gehen. Ich bin hier unten lang gelaufen. Ich habe die Kisten. Habe ich die Kisten einfach alle geflossen über gefließt, geflossen ignoriert? Wie heißt denn das? Alles geschlossen? Komm. Ein Gaspfeffer. Toll. Das Gas mit dem Giftmischer hier. Kann ich die anzetteln? Sehr gut, Katze. War das mal schöner. Ich habe gedacht, der Effekt, das zu verbrennen, ist irgendwie schöner. Weißt du, so schön, lichterloh und alles. Au, da waren zwei. Die haben mich direkt gesehen. Ja, Scheiße, ein Truck! Mir doch nicht das Auto direkt vor die Füße werfen. Sag mal. Okay, ist keiner. Dann hole ich mir die Kiste hier. Und danach ein leckeres Bier. Auch wenn ich Bier nicht mag. Aber mit Zitrone geht das wohl klar. So, da vorne ist eine Kiste Nummer 2. Die verleibe ich mir direkt mal ein. Wäre doch gemein. Ich habe halt Langeweile, merkt man das? Ich habe heute sehr tief sitzende Langeweile. Ach, guck mal, ich kann hier einfach durchrennen. Ich habe gedacht, ich huste jetzt, wenn ich hier durchrenne. Ob man das hier einnehmen kann oder zerstören kann? Dann haben wir sogar einen guten Ausblick auf unsere Quest. Spezialeinheiten. War ja klar. Sonst nichts? Ich wollte kein Foto machen. Foto machen wir jetzt nicht so das, was ich geplant hatte. Du bleibst hier. Los. Du bleibst hier. Hier muss ich gut aufpassen. Vorne.
Hier war ich schon mal. Warum auch immer. Hey, ich hab Pilis. Soll ich damit nicht liegen? Finde mit hier. Jetzt kann ich das. Ich glaube, das ist das perfekte Flugzeug. Jetzt muss ich es nur noch in Phillys Hangar parken. Du Scheiße! Alter, ich bin voll bewandert im Fliegen. Ich bin voll der Profi. Wie steuert man den Scheiß? Diese Kackflugzeuge. Das war ja mies. Nochmal. Geil. Was war das denn? Das war ja voll mies. Das war ja richtig kackendreck mies. Auf, Dani. Konio. Das war ja richtig mies. Alter, ist ja noch schlimmer zu fliegen als in Far Cry 5. Spezialeinheiten. Komm, ja. Naja, Spezialeinheit war auch nicht lange da. Und los! Scheiße. Ganz vorsichtig. Hierher und jetzt nochmal. Ich sollte das Flugzeug in Phillys Hangar bringen. Das ist eindeutig besser. Meine Fresse, ey. Was ist das für eine Steuerung? Uah. Okay. I got it. Über ein Flugzeug. Ich kann es nur halbwegs fliegen. Ich hoffe, ich kann damit auch halbwegs landen. Oh, Scheiße. Ich muss jetzt auch noch Heile abgeben. Das wird natürlich... Wir kriegen das hin. Ich vertraue darauf. Wie werde ich langsamer? Ich hab's in die Garage gestellt. Ist okay, kann man machen. Oh, es ist wunderschön, Heldin. Ja, und Zeit für etwas Fili-Magie. Wir sehen uns im Lager. Hey, Fili-Magie. Fili-Magie. Ja, das war's dann mit der Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss.